Es regnet, es regnet und es regnet. So sieht es im Moment bei uns aus, liebe Pilzfreunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und auch heute gibt es hier leichte Regenschauer. Es soll aber dann aufhören und deswegen bin ich wieder unterwegs. Ja, wir haben wirklich momentan optimale Bedingungen für das Pilzwachstum. Es ist sehr schön warm gewesen. Wir hatten einen schönen warmen Sommer. Und jetzt gibt es seit 2-3 Wochen ordentliche Regenfälle und es wird eigentlich immer mehr. Und da wird es natürlich auch eine Menge Pilze in nächster Zeit geben. Ja, ich bin heute wieder unterwegs, werde mal versuchen, verschiedene Wälder anzufahren und nehme euch gerne wieder ein Stück mit auf diese Tour und wünsche euch viel Spaß mit dem Film. Wenn man auf Wiesen oder an grasigen Stellen, zum Beispiel an Waldrändern unterwegs ist, so wie ich jetzt hier gerade, da kann man nach einem relativ kleinen Pilz Ausschau halten, der aber wirklich feiner Speisepilz ist. Und dazu ist er noch recht leicht erkennbar. Deswegen hat auch dieser Pilz Einzug gehalten in mein Pilzbuch. Und wir schauen uns den jetzt gleich mal an. Ihr seht schon hier diese beigefarbenen, beige-bräunlichen Pilze. Die stehen hier auch gerne in Hexenringen oder in Reihen. Also auch hier stehen mehrere. Ich gehe hier mal so ein bisschen ab. Hier kommen noch mehr. Wo sind sie? Da. Das ist ein ganz typisches Wachstum. Und wir nehmen jetzt auch mal einen raus und schauen uns den genauer an. Was uns hier sofort auffällt, ist die Farbe des Hutes. Der ist hier so mehrfarbig, also da gibt es hellere, dunklere Bereiche und sowas nennt sich Hygrophan oder Hygrophanität, also die Färbung des Hutes in Abhängigkeit von der Durchfeuchtung. Das kennen wir zum Beispiel auch vom Stockschwämmchen, aber das hat diese Art auch sehr gern. Und das hier ist der Nelkenschwindling, wirklich ein feiner Speisepilz. Und wenn die in so Mengen jetzt auftreten in Hexenring, lohnt sich natürlich auch das Sammeln, denn der ist ja im Prinzip relativ klein. Dann seht ihr schon über den ganzen Pilz diese beigen Farben. Also hier gibt es kaum Abweichungen, auch die Lamellen haben eine ähnliche Farbe wie die Hutoberfläche. Und was jetzt hier auch wiederum auffällt, das sind diese dicklichen, entfernt stehenden Lamellen. Das ist ganz typisch für diese Art. Wiesenpilze haben oft feinere Lamellen, da finden wir häufig Arten mit dunklem Sporenpulver, die würden dann ganz anders aussehen. Da haben wir dann gräuliche Lamellen oder schwärzliche Lamellen oder mit so einem Violettstich drin. Und was hier noch ein wichtiges Merkmal ist, das zeige ich euch gleich, der Stiel ist sehr, sehr zäh. Da gibt es auch eine Unterscheidung zu häufigen Wiesenpilzen, die dann meistens einen zerbrechlichen Stiel haben. Also wenn ich den ineinander drehe, seht ihr, bricht der nicht und der ist so elastisch, dass der quasi wieder in den ursprünglichen Zustand zurückschnellt. Also mit dem könnt ihr euch gern mal beschäftigen. Nelkenschwindling, wie gesagt, in meinem Pilzbuch ist er auch drin. Da ist er ausführlich beschrieben. Ein interessanter Speisepilz mit einem wirklich sehr, sehr guten Geschmack. So, liebe Pilzfreunde, ich bin jetzt in dieses kleine Laubwaldstück rein. Hier stehen vor allen Dingen Linden, auch ein paar Buchen. Und da bin ich mal ganz gespannt, was hier jetzt so zu finden ist. Ja, Leute, ich habe jetzt gerade was entdeckt und es ist einfach nicht zu fassen. Aber hier geht es wieder mit den Sommersteinpilzen los. Ich zeige euch das gleich mal. Schaut euch das mal an. Ich gehe jetzt mal hier so ein bisschen ab. Die sind noch relativ klein. Ich muss mal schauen, was ich mir hier mitnehme. Aber hier steht einer neben dem anderen. Hier auch eine ganz fantastische Gruppe. Jetzt geht es hier nochmal mit den Sommersteinpilzen los. Fantastisch. So Leute, ich bin jetzt hier gerade regelrecht am Ausflippen. Es ist wirklich unfassbar, was hier steht. Und ich muss euch sagen, da vorne sind ein paar Leute, die gehen auch sammeln. Die haben den Korb schon voll, ist wirklich unfassbar. Ja, und jetzt bin ich hier an der Stelle. Das muss ich euch einfach zeigen. Ist wirklich unglaublich. Ich gehe das jetzt einfach mal so ein bisschen ab. Zeig euch mal, was hier steht. Das sind alles Sommersteinpilze. Und einer schöner als der andere. Das sind jetzt hier an der Stelle schon 5 Stück gewesen. Hier drüben geht es weiter. Schaut euch das mal an. Den nehmen wir jetzt mal raus hier. Wir drehen und rütteln ein wenig, dann löst er sich. Schaut euch den mal an.
Ganz weiße Röhren, prächtiges Exemplar. Ganz jung und knackig. Ich lege den mal hier drüben ein bisschen ab und wir schauen noch weiter. Hier der nächste. Am Anfang, die ersten waren ja noch relativ klein, aber die hier haben natürlich eine perfekte Größe. Hier wieder einer. Ach, ich bin ganz aufgeregt, Leute. Das ist ja Wahnsinn. Also wir drehen die wieder raus. Wunderschöner Sommersteinpilz. Man sieht hier schön die weißen Röhren. Ein Zeichen dafür, dass er ganz, ganz jung ist. Steinpilze bekommen dann später gelbe Röhren, ganz spät im Alter olivgrün. Und man sieht hier auch sehr schön, vor allen Dingen an der Stielspitze, das feine Stielnetz. In dem Fall an der Stielspitze ist es hell. Sehr gut zu sehen. Mann, 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 das ist ja Wahnsinn. Jetzt gehe ich hier natürlich alles ein bisschen ab, nehme hier was mit. Ich gucke mal weiter. Ach, hier stehen noch mehr. Leute, 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 das ist wirklich verrückt. Wirklich verrückt und perfekt im Zustand. Einfach nur fantastisch. Ach, hier drüben geht es weiter. Immer wieder mal so ein kleiner dabei. Sorry, wenn es jetzt vielleicht von der Kameraführung ein bisschen hektisch wird. Aber das liegt jetzt ein bisschen in der Natur der Sache. Auch hier wieder noch einer. Einfach unglaublich. So, liebe Pilzfreunde, ich bin jetzt schon das erste Mal, ja auch ein bisschen außer Atem, aber vor allen Dingen das erste Mal überglücklich über die tollen Funde hier alleine hier an der Stelle. Das war ja schon umwerfend und ja, das ist so ein bisschen parkartig auch hier, muss ich sagen. Ich schaue natürlich jetzt noch ein Stück weiter, aber ich sehe da oben da drüben, da läuft auch jemand. Also sind hier schon Leute auch Pilze sammeln und das sei natürlich auch allen gegönnt. Das ist überhaupt keine Frage. Das, was ich hier jetzt habe, das ist wirklich schon ganz toll. Ja, die kommen jetzt natürlich ins Sammelkörbchen. So sieht es jetzt hier aus. Also schon eine große Menge wunderschöne Sommersteinpilze, die wir hier gefunden haben. Ich denke mal, das reicht jetzt hier an der Stelle auch. Ich tue die jetzt natürlich ein bisschen putzen. An der Stielbasis werden sie natürlich vom Erdreich befreit. Dann kommen die ins Körbchen und dann werde ich mich ins Auto setzen oder hier noch mal ein bisschen schauen. Ja, und dann geht es ins Auto und ich werde noch mal an einer anderen Stelle schauen. Und unmittelbar neben den Sommersteinpilzen, hier habe ich wieder ein Liegen, wachsen diese weißlichen Pilze überall hier. Und zwar ist das der Mehlräsling, der gilt auch so als Steinpilzanzeiger. Also ein weißlicher Pilz über alles mit herablaufenden Lamellen und einem ganz deutlichen Mehlgeruch, Mehlgurkengeruch. Das ist so ein Geruchskomplex, ähnlich wie beim Mairitterling. Ja, so ein bisschen in der Richtung ist das schon. Ist übrigens ein essbarer Pilz, aber da er mit giftigen weißen Trichterlingen leicht zu verwechseln ist, ja, der wird da eben nicht als Speisepilz eingestuft und ist auch nicht zu empfehlen, den zu sammeln. Da muss man sich wirklich ganz, ganz sicher sein. Diese weißen Trichterlinge sind wirklich gefährlich giftig. Also der Geruch ist hier ganz typisch. Und hier müsste man auch nach der Sporenpulverfarbe gucken. Trichterlinge haben weißes Sporenpulver und der hat so etwas rosa Sporenpulver. Aber wenn man erst einen Sporenabdruck machen muss, um einen Pilz sicher zu bestimmen, da schließt er sich eben als Speisepilz aus. Also ich sammle die auch nicht ein, ich erkenne die zwar hier, lasse die aber in der Regel stehen. Ja, liebe Pilzfreunde, und tatsächlich geht es hier an der Stelle mit den Sommersteinpilzen so weiter. Allerdings werde ich die ab jetzt hier stehen lassen erstmal. Ja, da freuen sich andere Pilzsammler drüber, denn in meinem Korb ist eigentlich schon ganz gut drin. Wir sind heute zwar mehrere Leute, aber das soll uns dann auch mit den Steinpilzen reichen. Wir hoffen ja heute noch vielleicht ein paar andere Sachen zu finden. Hier habe ich mal einen ganz interessanten Fund gemacht. Leider ist er etwas beschädigt. Also hier ist vielleicht jemand draufgetreten. Das kann hier gut sein. Das ist hier der Pantherpilz. Der erste für dieses Jahr. Immer eine schöne Sache. Erkennen wir hier ganz gut an diesen weißen Hüllresten, die auch hier relativ regelmäßig verteilt sind. Ich will ihn jetzt nicht weiter rausholen, weil er ohnehin schon beschädigt ist. Der Pantherpilz ist giftig und gilt so als der Verwechslungspartner von Perlpilz und Grauer Wulstling. Das heißt, die Art hier muss man kennen, wenn man Perlpilze sammelt. Aber es ist natürlich schön, dass der erste jetzt hier auftaucht. So, ich habe jetzt den Standort gewechselt, bin ein bisschen mit dem Auto gefahren und bin gespannt, was ich jetzt hier
finden lässt. Ich hoffe ja mal, dass die Täublinge jetzt noch mal kommen. Wir hatten ja vor der großen Sommerhitze, hatten wir ja Täublinge ganz gut finden können. Jetzt nach dem Regen könnten natürlich wieder welche kommen. Und da bin ich hier eigentlich in diesem Park an einem ganz guten Standort. Schauen wir mal. Das erste, was sich hier sofort finden lässt, ist wieder der Mehlräsling. Da habe ich ja vorhin schon mal ein bisschen was erzählt. Auch hier sieht man wieder sehr schön die herablaufenden Lamellen. Und wie gesagt, tja, als Speisepilz nicht so zu empfehlen, obwohl er essbar ist und gut schmeckt, aber eben leicht zu verwechseln ist mit giftigen weißen Trichterlingen. Ich möchte heute hier einfach mal die Gelegenheit nutzen und ganz, ganz herzlich Danke sagen. Danke an alle, die mein Buch gekauft haben. Es war wirklich ein fantastischer Start. Es hat sich überall sehr gut verkauft in meinem Shop. Momentan sogar ausverkauft. Also wenn hier die Dreharbeiten laufen, ich habe es schon nachbestellt, hoffe, das kommt sehr schnell rein. Und wenn ich das Video hochstelle, ist es vielleicht schon wieder lieferbar. Also einfach mal schauen in meinem Shop snowcreep.com. Da gibt es natürlich noch andere schöne Artikel rund um das Thema Pilze. Schicke Pilzsammelkörbe, Pilzmesser und viele, viele andere Sachen. Aber jetzt nochmal ein ganz, ganz dickes und herzliches Dankeschön von mir. Jetzt habe ich noch mal eine Bitte an alle, die das Buch gekauft haben. Bitte bewertet das im Internet. Das hilft mir auch weiter. Damit könnt ihr mich auch noch etwas unterstützen. Ihr könnt das überall online bewerten, wo ihr das gekauft habt. Und bei Amazon könnt ihr das Buch auch bewerten, wenn ihr das, es dort nicht gekauft habt. Das heißt, wenn ihr es zum Beispiel bei mir im Shop gekauft habt, könnt ihr dort bei Amazon eine Bewertung abgeben. Also auch dafür wäre ich euch natürlich noch mal ganz tolle dankbar. Dankeschön. Ja, liebe Pilzfreunde, hier in dem parkartigen Gelände ist bis jetzt nichts weiter zu finden gewesen. Also die Mehlräslinge vorn auf der Wiesenfläche war so das Einzige, keine Täublinge. Aber ihr seht schon hier neben mir was an dem Baum. Tja, das ist natürlich nochmal ein ganz toller Fund. Das zieht sich hier auch an dem Baum immer weiter. Da unten, ja, ist auch noch was. Also der ein oder andere wird es schon erkannt haben, das ist ein Porling, das ist der Schwefelporling. Und der Schwefelporling ist wirklich ein Speisepilz, der sieht wirklich ganz verrückt aus. So richtig schön leuchtend gelb, ist nahezu unverwechselbar. Ja, deswegen ist er auch in meinem Pilzbuch drin, als ein ja, besonderer Speisepilz mit einem besonderen Geschmack. Das ist ja so ein bisschen das Credo des Buches. Und diese hier sind wirklich in dem perfekten Zustand, also nicht zu alt, nicht zu jung. Wenn er alt wird, wird er dann auch zäh und faserig. Dann ist er nicht mehr so schön. Wenn er jung ist, ist er sehr, sehr weich und fast matschig. Da ist er von der Konsistenz nicht sehr schön, aber die hier sind natürlich perfekt. Allerdings werde ich sie stehen lassen. Ich habe ja schon einiges im Korb drin, auf die bin ich heute nicht aus. Und da seht ihr auch, was ich immer sage. Für mich ist es kein Problem, auch mal Sachen stehen zu lassen. Ich nehme bei weitem nicht alles mit, nur weil es essbar ist. Ich sammle wirklich nur für den Eigenbedarf. Und wenn wir mit mehreren Personen sind, natürlich können die dann auch mitnehmen. Aber ansonsten bleibt eben auch vieles stehen. Aber hier wunderschöne Schwefelporlinge. Perfekt. So müssen sie aussehen. Ja, liebe Pilzfreunde, jetzt habe ich hier noch mal einen ganz fantastischen Röhrlingsfund gemacht. Ihr seht schon, ein schöner bräunlicher Hut, der aber so einen Olivton drin hat. Also so ein olivbräunlicher Ton. Wir werden den jetzt auch gleich mal herausnehmen. Wir drehen den natürlich wieder etwas, dann lockert er sich. Das Loch machen wir wieder zu. So entnimmt man Pilze richtig. Jetzt schaut euch mal an, wo die Sonne, die knallt natürlich jetzt hier schön rein. Aber ihr seht schon, der hat rote Röhren und er hat, wie man hier, denke ich mal, deutlich sieht, eine Netzzeichnung auf dem Stiel. Das ist hier ein wunderschöner, netzstieliger Hexenröhrling. Das ist auch ein Speisepilz. Ich finde den vor allen Dingen unter Linden und auch hier stehen wieder 3-4 Linden und da ist der Standort natürlich auch ganz typisch.
Ja, das Wetter wird heute immer schöner. Die Sonne strahlt, die Regenschauer von heute Morgen, die haben sich verzogen. Wir haben blauen Himmel. Ja, und was will ich euch zeigen? Hier sind zwei weitere kleine, netzstielige Hexenröhrlinge. Und diesen großen werden wir jetzt mal an der Stielbasis anschneiden. Ich hoffe mal, der ist nicht madig. Oft sind sie madig. Ja, der leider auch. Aber ich versuche euch mal die Fleischverfärbung zu zeigen. Also der hat gelbes Fleisch, was sich aber auch relativ schnell blau verfärbt. Das kennen wir natürlich auch vom flockenstieligen Hexenröhrling, aber auch bei dem Burschen ist das deutlich zu sehen. Also hier werde ich gleich mal ein bisschen weiterschauen, wegen dem Madenbefall, werde ein bisschen was wegschneiden, vielleicht bleibt noch was übrig. Ja, und diese netzstieligen Hexenröhrlinge sind leider oft madig. Selten, dass man da einen madenfreien findet. Und beim flockenstieligen Hexenröhrling ist es genau umgekehrt. Die sind ganz, ganz selten mal madig. So, liebe Pilzfreunde, vielleicht erkennt man hinter mir, wo ich jetzt bin. Ich bin nämlich noch mal ein Stück mit dem Auto gefahren Richtung Norden. Wir sind hier in Kiefernwäldern, Kiefernwälder auf Sandboden. Und da geht es aus meiner Erfahrung ein bisschen später los. Also ja, erst eigentlich im Laubwald, Parkanlagen, Fichtenwald und dann kommen die Kiefernwälder. Aber ich will es jetzt einfach mal wissen, mich interessiert das jetzt. Deswegen bin ich ein Stück gefahren, werde euch natürlich berichten, was hier so los ist. Schauen wir mal. Also wenn ich hier so schaue, neben mir ist eine große Pfütze und es ist alles auch nass hier. Also es hat hier genauso gut geregnet. Ja, ich bin noch gar nicht weit gegangen hier in dem Kiefernwald und da habe ich das erste gefunden. Und wenn ich mich mal hier so ein bisschen in die Richtung drehe, da seht ihr vielleicht, sieht man es, da hinten sind ein paar Birken. Ja, und das sind die Mykorrhiza-Partner von dem Kollegen, den ich gerade gefunden habe. Das sollte nämlich ein gemeiner Birkenpilz sein, also einer der Rauffußröhrlinge, Birkenpilze und Rotkappen. Das ist das, was man so landläufig kennt. Das bezeichnet man auch als Rauffüße, Rauffußröhrlinge, fasst man die so zusammen. Da gibt es viele, viele Arten, die man da unterscheiden kann bei den Rauffußröhrlingen. Also landläufig Birkenpilze, Rotkappen werden die bezeichnet. Jetzt schauen wir uns mal an. Mal schauen, ob der noch was fürs Körbchen ist. Der ist schon ein bisschen größer. Die werden ja sehr schnell sehr weich, aber wir schauen mal. Auf jeden Fall ist es der erste Rauffußröhrling für dieses Jahr. Und das ist natürlich eine fantastische Sache. So, da ist der Bursche und ich werde jetzt mal schauen. Ich nehme den mal raus. Oh, der sieht aber noch super aus. Mann, der ist richtig schön. Hätte ich ja gar nicht gedacht. Bei der Größe sind sie meistens dann doch schon älter. Aber schaut mal hier, die Röhren sind fast weiß. Die werden dann später dunkler. Und der ist auch noch sehr, sehr fest. Also prima. Ein gemeiner Birkenpilz sicherlich. Und der erste Rauffuß für dieses Jahr, wie gesagt. Und der wandert natürlich in das Sammelkörbchen. Ich habe mich jetzt direkt um die Birke hier nochmal umgeschaut, bin gleich nochmal fündig geworden und da seht ihr schon hier, die Röhren sehen nicht mehr so schön aus, sind schon zu dunkelfleckig, ist im Ganzen auch schon relativ weich, der Hut ist aufgeschirmt, oben abgeflacht, alles das Zeichen dafür, dass der Pilz schon älter ist und so alte, überständige Pilze können zu unechten Pilzvergiftungen führen durch das zersetzte Eiweiß und die schmecken auch nicht mehr so gut. Ja, lieber knackige, frische Exemplare nehmen, kann ich immer nur empfehlen. Achtet auf Qualität, nicht auf Quantität. Und deswegen bleibt der Bursche auch hier. Ich stelle den hier so ein bisschen in das Kraut und da kann der noch ein bisschen aussporen. Na, offensichtlich bin ich jetzt hier im Kiefernwald doch noch ein bisschen zu früh dran. Es ist jetzt tatsächlich bei dem einen Birkenpilz geblieben. Ist ja auch nicht ein typischer Pilz des Kiefernwaldes, sondern der wuchs ja dort nur, weil die Birken da waren. Hat also den passenden Mykorrhiza-Partner gehabt. Ja, ansonsten streife ich jetzt hier schon ein Weilchen umher, ohne noch etwas zu finden. Also abgesehen von so ganz kleinen, unscheinbaren Sachen. Aber nichts, was ich jetzt erstmal zum Zeigen gelohnt hätte. Also ich denke mal, hier wird es noch ein bisschen dauern, ein paar Tage, vielleicht eine Woche oder zwei.
Ja, dann werde ich sicherlich auch noch mal in diesen Wäldern vorbeischauen, weil diese Kiefernwälder haben natürlich auch was ganz Eigenes. Da ist immer so eine schöne dicke Moosschicht drin. Und wenn sich da zum Beispiel die Steinpilze rausschieben, dann bekommen die so einen schönen langen Stiel. Und auch bei den Maronen hat man das gern. Denn diese Pilzarten kann man hier erwarten. Maronenröhrlinge, Steinpilze, diverse Täublingsarten, zum Beispiel den orangeroten Graustieltäubling, eine ganz feine Sache, aber auch viele, viele andere Pilzarten. Naja, jetzt überlege ich mal, ob ich noch woanders hinfahre. Werden wir gleich mal sehen. Ja, und was soll ich sagen, Leute? Ich bin doch noch ein Stück gefahren, bin jetzt hier im Fichtenwald angekommen. Also das ist heute eine ganz abwechslungsreiche Tour. Ich war im Laubwald, im Park, im Kiefernwald und jetzt im Fichtenwald. Und das ist natürlich interessant, mal zu schauen, was es momentan hier überall so gibt. Und jetzt bin ich im Fichtenwald angekommen und da steht schon das Erste. Schauen wir mal, was es ist. Hier stehen so zwei braune Pilze. Ja, jetzt so ein bisschen glatter Hut. Hier hat ja auch die Sonne ein bisschen drauf geschienen. Wir drehen den mal raus. Und was sehen wir da? Gelbe Röhren, so weiß-gelbliche Röhren. Wir haben diesen schönen braunen Hut und so eine feine Zeichnung auf dem Stiel. So feine Linien und Pünktchen, würde ich mal sagen. Also jedenfalls keine Netzzeichnung, keine Beflockung. Und das hier ist ein 1A Maronenröhrling. Im letzten Video habe ich ja schon die ersten gefunden. Also es geht jetzt offensichtlich mit den Maronen auch los. Jetzt zeige ich euch noch mal ein bisschen was an den Röhren. Man sieht hier schon so ein bisschen eine blaue Stelle. Also die verfärben sich auf Druck gern so blau. Das ist hier deutlich zu sehen, kann aber auch mal viel bescheiden ausfallen oder ganz ausbleiben, also da nicht verwirren lassen. Es gibt auch Maronen, die blauen eben nicht so stark. Und die beiden hier kommen natürlich mit in unser Sammelkörbchen. Und was heute natürlich nicht fehlen darf, ist dieser gummiartige Kollege. Das ist der klebrige Hörnling. Ist ein Pilz, der ist nicht giftig, aber gilt so als ungenießbar und ist auch völlig unverdaulich. Dennoch gibt es Pilzfreunde, die den irgendwie genießen, trocknen zu Pulver und dann irgendwo rein. Ich weiß nicht, ob er geschmacklich irgendwas bringt, aber durch diese zähe Konsistenz ist das eben ein ungenießbarer Pilz. Ja, und auch die Sanftfußrüblinge sind heute wieder mit von der Partie. Da habe ich ja im letzten Video eine ganze Menge dazu erzählt. Wen das genau interessiert, schaut es euch nochmal an. Da habe ich wirklich ein bisschen mehr erzählt. Wollte ich auch mal das ein bisschen ausführlich behandeln. Heute nur mal ganz kurz hier. Sanftfußrübling, bedingt essbar, kann man sagen, wird gern als Wurstsalatpilz bezeichnet und entsprechend verarbeitet. Also schaut mal in mein letztes Video hinein. Hier haben wir eine andere Pilzart, die ich euch zeigen kann. Immer wieder gern von mir gesucht und gefunden, der Perlpilz. Ist in meinen Augen ein prima Speisepilz, auch ja, relativ leicht zu erkennen, auch wenn wir hier in einer Gattung sind, in der sich gefährliche Giftpilze befinden. Denn der Perlpilz ist verwandt zum Beispiel mit Pantherpilz und grünem Knollenblätterpilz. Auffällig und kennzeichnet sind hier diese roten Töne, die sich irgendwo zeigen müssen. Natürlich diese Hüllreste, die so schorfartig den Hut bedecken, die Reste der Gesamthülle. Und hier haben wir die Reste der Teilhülle, die hier so typisch als Manschette am Stiel sind. Und die Knolle, die er hat, geht allmählich in den Stiel über. Also alles sichere Merkmale für den Perlpilz. Ich kann euch wieder etwas Interessantes zeigen. Das sollten hier Täublinge sein. Hatten wir heute noch nicht? Nein, Täublinge gab es noch nicht. Ich nehme hier mal ein bisschen die Bürste zum Reinigen oben gleich. So eine Bürste am Messer ist natürlich praktisch. Und solche praktischen Pilzmesser gibt es natürlich auch in meinem Online-Shop. Jetzt schauen wir uns den mal an. Das ist hier einer der Schwarztäublinge. Und die gelten als mild und essbar. Sind sehr fest. Muss man einfach mal kosten. Jedem hakt da der Geschmack nicht so. Die bleiben auf jeden Fall sehr, sehr fest in der Pfanne. Hier haben wir relativ schmale Lamellen. Da könnte das hier der dichtblättrige Schwarztäubling sein.
Wenn ihr auf meiner Webseite seid, snowcreek.com, ist natürlich hier auch in der Videobeschreibung mit verlinkt. Da könnt ihr natürlich auch gern mal schauen nach den geführten Touren und den Seminaren, die ich veranstalte. Die nächsten beiden Touren sind jetzt schon am kommenden Wochenende, 12. und 13. August. Da freue ich mich riesig drauf. Und bei dem, was sich jetzt hier so entwickelt, also da wird das natürlich eine ganz fantastische Sache. Im August geht es natürlich mit den Touren weiter, das Wochenende drauf, die nächsten. Und dann startet schon das erste Seminar. Also schaut dort gern mal vorbei. Und wenn ihr buchen wollt, dann stellt eine Buchungsanfrage, am besten über das Kontaktformular. Ich bin jetzt wieder am Auto angekommen. Jetzt ist mir die Zeit auch ein bisschen weggerannt. Es war ja heute doch eine längere Strecke, die ich auch gefahren bin. Es hat sich wieder mächtig gelohnt. Also die Sommersteinis noch mal ganz massiv jetzt da. Und auch ein paar andere schöne und interessante Funde waren heute dabei. Am Schluss gibt es natürlich wie immer und gewohnt den Blick in den Korb. Ansonsten werde ich mich jetzt von euch verabschieden und wir sehen uns sicherlich in einem meiner nächsten Videos wieder. Also bis dahin. Tschüss.